Start. Hallo, ja, es sind nur noch wenige Tage und dann ist der 15. März da. Wir haben dann Kommunalwahl und ich bin natürlich diejenige, die sich vor allem für den 15. März jetzt im Hinblick auf den Landratswahlkampf und die Kreistagswahl sehr konzentriert. Wir haben einen neuen Landratskandidaten von der CSU, es ist Klaus Bauer, der die Nachfolge von unserem Hermann Hübner jetzt am besten antreten soll, wenn es nach uns geht. Und ich kann euch versichern, der Klaus Bauer ist ein bodenständiger, ein Familienmensch, der sowohl die Verwaltung gut kennt, aber auch die Bedürfnisse, die unsere Gemeinden haben, die die Familien haben, die auch für die Wirtschaft wichtig sind. Und in diesem Sinne kann ich guten Gewissens für den Klaus Bauer werben. Unser Team, das wir haben, ist auch ein frisches Team. Wir haben viele neue Kandidatinnen und Kandidaten, viele jüngere, aber natürlich auch einige erfahrenere. Und wir haben 20 Frauen das erste Mal gewonnen. Aus allen Teilen des Landkreises sind unsere Kandidatinnen und Kandidaten und sie kommen auch aus den unterschiedlichsten Berufen. Von daher kann ich euch wirklich guten Gewissens empfehlen, die CSU zu wählen. Ist am 15. März eine gute Wahl. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir werden energisch und kraftvoll den Landkreis nach vorne bringen.